Schönen guten Tag. Ein kleiner Spaziergang aus meinem Reisemobil raus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier einen Zoom mache. Ich habe hier den Baum beschnitten. Er war riesig. Ja, wird wieder Trinkwasser mitgebracht. Ich mache den mal ein bisschen länger, aber dann kann ich es nicht mehr so gut sehen. Geht's aber auch, ja. Gehen wir hinten rum. Die Wiese war dieses Jahr, es kommt wahrscheinlich Sonne. Die Wiese war dieses Jahr sehr, sehr hoch. Ich habe alles schon beschnitten, muss nochmal beschnitten werden. Da waren drüber alles hohe Büsche. Da hinten, damals, ich sehe das so schlecht. Weil da hinten war alles Büsche, alles beschnitten. Die hier waren sehr hoch, habe ich auch beschnitten. Die Wiese muss ich nochmal einen Endschnitt machen jetzt für den Winter. Ja, der Baum war auch sehr hoch. Wie gesagt, die Hecke, ich gehe mal über die Wiese ein bisschen. Es ist so ein schöner Herbst. Ich muss es mal anders halten. So, ja. Ich habe da einen Selfie-Stick dran, da sieht man auch die Schritte. Boris Becker. Da fange ich jetzt auch an, Hecke zu machen an dem Rand. Mein Fahrzeug. Und da kommt mein versteckter sich der Hund. Ein kleines Holzlager da. Meine Türen. Jedes Tür ist ein Kunstwerk. Ich werde hier oft bei Instagram die Fotos noch hochwerfen. Wackelt alles ein bisschen. Also diese Türen hier, das ist, habe ich aus dem Nichts von irgendwelchen Resten, die ich hier gefunden habe, zusammengebaut. Damit es mal zu ist. Da habe ich auch einen großen Ludner weggenommen. Der Wohnwagen werde ich jetzt abmelden. Da hinten kommt von hinten Wasser rein. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, ich wandere ein bisschen rum. Da oben in der Scheune, in der alten Scheune, werde ich vielleicht ein Wasserbassin machen. Ja, das ist jetzt seit der letzten Aufnahme. Beim Sturm ist das, glaube ich, abgerutscht. Ja, aber es war vorauszusehen. Da ist von oben eine Wand runter und die hat dann hier jetzt runtergerissen, runtergedrückt. Ja, habe ich alles im Griff. Das sollte sowieso, das war schon lange Planung, diese Mauer muss hier stehen gelassen werden. Alles, was da oben dran ist, soll weg. Das lasse ich jetzt in aller Ruhe. Alles Ruhe. Hier ist ja innerhalb meines Grundstücks. Das kann ruhig zusammenfallen. So, da habe ich auch sehr viel beschnitten. Das muss auch vom Winter köter. Vom Winter muss hier noch eine. Muss noch. Hier hat die Stadt nichts gemacht. Sie müssen eigentlich was machen. Das ist ein Abwassergraben, ein öffentlicher. Da hinten habe ich einen Baum. Da waren ganz viele. War Bambus, habe ich auch bis zum Boden weggeschnitten. Ach, die Hunde spielen. Da habe ich einen großen, waren drei große Bäume auch runtergeschnitten. Guck mal, ist noch ein Blümchen hier. Ich hatte so viele Blumen hier. Diese Brennnessel, ne? Die kommen auch alle weg. Die Disteln hier, guck, die Disteln. Ich hatte massenhaft Disteln. Ich habe mir extra so eine große Baumschere besorgt, um die abzuschnippeln. Und da habe ich gestern dran gesessen, den dicken Ast da abzuwirbeln. Der wird noch begradigt mit der Kettensäge. Ich habe meine Kettensäge in der Hand statt. Das ist eine wunderschöne Laube. Das lasse ich als Laube wachsen. Nach vorne rüber. Der kommt nach oben, wird nach vorne gebogen. Das wird nach vorne gebogen. Da unten habe ich ein kleines Nest gemacht für einen Igel. Ich habe hier immer einen großen Igel, der rumrennt. Mal gucken, ob er das annimmt. Hier war noch Holunder, da hinten waren große Holunder, habe ich weggenommen. Weil Holunder gehen mir auf den Keks. Ich habe jetzt geplant, diese Wände, die Lehmwände, mit Kalk zu streichen. Die Reste vom Putz kommen weg und dann wird mit Kalk gestrichen. Ich sehe das in Marokko, in anderen südlichen Ländern, dass sie also die Lehmwände mit Kalk streichen. Guck, da sind schon die Blätter weg von Teilen der Bäume. Wird langsam rot. Da hinten der ehemalige Gänsestall. Ja, ja.
Und die bin ich gerade am Rausmachen. Das ist, ach, eine Distel ist das, die ist sowas von furchtbar. Die hat den ganzen Rasen übernommen. Jetzt gehen wir hier zur Seite. Da war ein Riesenbaum ganz hinten mit Wurzel rausgekriegt. Hier auch überall, die lasse ich wieder hochwachsen. Ne? Also so, nicht so, dass sie 3-4 Meter groß werden. Da war drüber ein Durchgang, das war mal der Schweinestall. Da konnten die Schweine hier rauslaufen. Das hat der Pächter weggemacht. Ja, ganz stolz hat er gesagt, das könnte ich doch gebrauchen, das Ding. Pff, ich will keine Viecher haben. Muss ich ja nicht haben. Ne? Ja, der ehemalige Schweinestall. Jetzt, die haben hier überhand genommen. Ne? Diese Disteln hier, die sind entsetzlich. Aber die konnte ich jetzt, hat es viel geregnet, sind die Wurzeln, kann man rausziehen. Ansonsten sind die Wurzeln total verankert. Mal hochgehen auf die Bäume, guck mal. Meine Bäume, die fangen langsam an. Das ist ein Essigbaum, glaube ich. Er ist sehr dick. Guck mal unten. Ich kann es leider nicht ranzoomen. Ich sehe jetzt nicht, was ich ganz genau sehe. Sehr schöner, dicker Baum. Hier hat mir der Pächter die ganzen Rohre geklaut. Hat er rausgetrennt für irgendwelchen Scheiß. Ach, ich will mich mit dem Menschen nicht streiten. Hier hat der Schweinestall drin. Die ganzen Schweine sind raus und ich fange an, das zu restaurieren. Schwierig, da ist grüne Felle drin und ist ein Balken oben weggegammelt durch die Schweinegülle. Guck mal auf diese Tür, die ich ein bisschen modelliere. Ich finde diese alten Türen, diese Schiebetüren, ne? Ich finde das so schön, wunderschön, so was Altes. Will ich auch erhalten. Das Schloss zum Beispiel. Egal. Ja, da bin ich auch am Machen. Das ist immer so nebenbei, ne? Lass mal Glasscher mal reinkommen, die hat er rausgenommen, der Pächter. Die Stiege, da habe ich auch was repariert. Da hatten die Schweine die Treppen weggefressen. Hier war der letzte Mal der Schwanzerfänger hier. 8.7.11. Na toll. Kann nicht gewesen sein. Kurz danach habe ich es gekauft, das Grundstück. Gehen wir noch ein bisschen rum. Hier ist ein Baum gewachsen. Hier ist in so einem Korb. Ist ein Holunder. Ich habe die schon 10 Mal beschnitten. Ich kriege die nicht weg. Ey. Das ist sowas unglaublich. Guck, da will ich am rausziehen und rausschneiden. Die will ich auch alle schaffen. Bis zu der Ecke da vorne will ich die alle schaffen. So, erstmal diesen Nachmittag noch. Da hinten mal, wie groß die sind, ne? Diese Viecher. Das habe ich jetzt hingestellt. Ich habe hier nämlich einen magischen Kreis gefunden. Diese Disteln sind in einem Kreis von ungefähr 7 bis 14 Meter Durchmesser, sind die nicht gewachsen. Das, was ich da hingeschmissen habe, die habe ich hier rausgerissen. Und das ist ich habe schon mit verschiedenen Frauen gesprochen, die sich mit sowas auskennen. Die sagte, habe ich einen alten Ofen, der sowieso weggammelt, hingestellt. Genau in die Mitte. Die sagte, ich habe ihr von dem Kreis erzählt, dass die Disteln da nicht gewachsen haben, drunterrum nicht. Dann hat sie gesagt, dann ist das ein alter Hexentanzplatz. Ein magischer Kreis und ich denke nur Hexen. Es gibt auch Hexer und es gibt ja auch andere Pagane und okkulte Leute. Ne? Also hier das Ding hier, da habe ich jetzt alles voll mit, das war ein Kuhstall, alles voll abgeschnitten Bäumen. Guck mal, sowas mache ich von abgeschnittenen Teilen. Das ist so eine Kugel. Was ich auch gemacht habe, ist, es sollte Glück bringen. Hier oben seht ihr es. Die davon habe ich einen Kleiderhaken gefunden, habe den dann abgeschnitten. Das sind richtig schöne Hufdinger, Hufschuhe, Horseshoes, nennt man das im Englischen. Und da soll der Glück reinfallen. Das ist so ein Aberglaube. Ich finde, diese Tür hier zum Beispiel, die ist wirklich aus der DDR da reingesetzt worden. Ne? Das ist wirklich LPG, die Bauweise, ja, aber auch schon 60er Jahre, würde ich sagen. Da habe ich mal einen Balken von der Scheune da reingemacht auf Steine. Das ist ein sehr schöner Sitzplatz. Da ist ein Lonely Stool, auf dem ich sitze, ab und zu um Luft zu holen, wenn ich hier was mache. Da hinten ist ein Lager, alles voll mit Abfällen. Gehen wir mal auf den schönen großen Baum. Da, guck mal, ist das nicht ein schöner großer Baum. Riesig. Da hinten ist noch ein Baum, auch riesig. Gehen wir jetzt nach oben. Das letzte Mal, als ich euch gezeigt habe hier, da ist es alles noch nicht grün. Der fängt jetzt ganz schnell, das sind alles Samen da oben. Das da unten ist eine Mirabelle, die hat so getragen dieses Jahr. Da ist wieder ein Essigbaum.
Ich meine, sie weiß, das da ist mit diesen. Das ist Ahornuss, ich habe keine Ahnung. Der da hinten, der große, ist auch meiner. Ja, aber ich will jetzt nicht hinlatschen. Also nicht meiner, was ist meins? Ich kann ja nichts besitzen. Hier waren mal die Pferdestallungen drin. Tja, und der hat mir leider die ganzen Boxen geklaut. Alle rausgebrochen. Wird wahrscheinlich dunkel. Hier schmeißt mir einer ganz 40 Cola-Flaschen mit voll mit Urin über den Zaun. Das ist der Sohn von meinem Pächter. Der wird wahrscheinlich verprügelt von seinem Vater, weil die Mutter gestorben ist. Guck hier, da oben wieder, die ich so aus Hölzer mache. Ne? Ich finde das wunderschön. Das Kleinholz, was machst du denn mit sowas? Guck mal, ein Riesenscheun ist das. Hier standen mehrere Traktoren drin. Ein Fund irgendwann mal, ein Fahrrad, das glaube ich habe ich gefunden. Weiß nicht mehr, irgendwo. Oder gekauft oder so. Das war jetzt einfach, da waren nur Pferde drin und Lager. Und ich lagere jetzt hier so Holzstücke ein. Türen, die ich mal irgendwann bauen. Hier ist ein Schrank, Vollholzschrank, der vergammelt ist. So eine Holzbalken sammle ich überall. Also ich hier aus dem Grundstück, als die Scheune eingebrochen ist. Das ist nur eine Notverbarrikadierung von diesem Tor. Hier wollte ich meinen Wohnwagen da nicht reinstellen, meinen alten. Guck, da hinten alte Türen. Also Gartenpforten, Schweinegeschichten. Die hebe ich hier alle auf. Das ist ein Lager. Ja, ist ein Lager. Ich habe jetzt so, guck mal, der hatte so eine Boxen überall gehabt, hat er alle geklaut. Hier hat er die Boxen weggenommen. Mal rüber gucken. Und der hatte so eine Pferdehaltung gehabt. Das nennt man irgendwie so Schichten oder sowas. Platten, genau. Der Platten, da kommt Heu rein. Und wenn das zugeschissen ist, kommt neues Heu drauf. Und das wird man, bis sie dann so ein, zwei Meter in der Höhe stehen. Das habe ich hier gesehen. Gehen wir mal raus hier, das ist nicht so interessant. Das ist nur so pro forma, so alte Zäune, die ich hingesetzt habe. Könnten auch weggenommen werden, aber ich habe mir mal überlegt, vielleicht ein paar Schafe oder sowas. Ja, meine Sammelleidenschaft. Hat mal eine über den Zaun geschmissen. Ich weiß nicht, ich schmeiße mal Müll über den Zaun. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob das geht. Ne? So ein Vierfachzähl-Dartboard. Krank. Gerne mal raus. Jetzt mal im Eingang. Kukurukuku, das letzte war ja im Frühjahr. Da ist der Eingang. Tara, da wollte ich gleich rausgehen. Ich bin draußen am Mähen. Geht der ganze Grundstück runter. Ist dann doch. Ich gehe mal da hinten rum. Ich schau mal, wie lange haben wir das jetzt schon? 12 Minuten da geht. Also hier habe ich dieses Jahr viel reingebracht. Alle möglichen Hölzer, die von den Bäumen abfallen, Büsche, die ich beschneide. Dieses Ohrgelbe da, das ist das ist leider der Ast ab. Der war so voll. Da muss ich hochklettern. Meine großen Leiter muss den da oben absägen. Der ist da so angebrochen. Der geht ganz runter. Hier auf dem Baum hatte ich heute Stare. Ja, 100. Das ist ein Schwarm von 300 bis 400, der in der Gegend wohnt. Ja, was ist das da? Was sind diese Samen? Ich weiß nicht, was das ist. Den gehe ich mal runter. Guck mal, der Baum gehört ja zu, da hinten der. Und das nehme ich gerade gezeigt. Das sind aber alles Essigbäume. Also, ich weiß nicht, ich sehe die Essigbäume hier so in der Ex-DDR so oft. Echt. Das da, der Baum ist eine Mirabelle. Das ist eine riesen Mirabelle und die trägt Massen. Guck mal, was die für eine abgefahrene. Da hat wahrscheinlich der Pächter den Hauptstamm abgesägt. Da unten, ne? Da werde ich mal einen Sitz reinmachen. Will ich gar nicht drauf eingehen. Das hat der Sohn vom Pächter gebaut und den Pfeil zerfallen lassen. Da hat er mal Hühner und Tauben drin gehabt. So ein Krampf. Man kann wieder zurück, aber das geht jetzt nicht in die Sonne. Da ist nochmal die Stallung. Ich muss mal auf den einen oben drauf, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ist das nicht schön, diese Wiese? Ich habe die dies da auswachsen lassen. Ich wollte sie nicht mähen wie eine Wiese. Und dann sind aber die rausgeschossen, diese Molluskeln. Ja, was ist das für ein Viech? Ja, davon habe ich alles voll und die haben auch schon ausgesät. Mistviecher, naja, egal. So ist. Da ist wieder ein Ast runtergekommen. Weil die werden ja auch älter, ne? Ich muss auch mal hoch, ein paar Äste absägen.
Der Lange, da ist, glaube ich, der in der Mitte, ne, vom Bild, der Lange, der müsste am Ende irgendwas gesägt werden. Ne? Da leben die nicht mehr. Aber ist das nicht ein schöner Baum? Mit seinen dicken Ästen. Und dann nochmal auf den hier zu gehen. Was für dicke Äste das. Ich finde, die haben so ganz, ganz starke Ausstrahlung, Bäume. Ja, vor allem, ich meine, ich muss jetzt sagen, das sind meine Bäume. Guck mal, der ist auch schön, der große Baum da hinten. Ich muss euch das mal zeigen, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Ich habe jetzt freigemacht hier, vor 2 Tagen. Aber ich muss mal gucken, was der Bach macht. Ich gehe mit euch mal durch den Bach durch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das hochlade. Das habe ich jetzt freigemacht hier. Das war alles voll mit zugewachsen. Mit, wie nennt man das? Holunder. Ja, das ist alles mit dem Wertig. Das will man sammeln, das ist schönes Anmachholz. Da war früher eine Sperre vor. Das war verboten worden vom Amt für Wasserwesen. Und das ist ein Bach. Und da gibt es, da an der Ecke, gibt es eine Klopperei mit einem Nachbarn. Der möchte gerne sein Grundstück bis zu meinem Grundstück. Ne? Und da habe ich genau einen Ausgang geplant. Na, hier mal auf den großen Baum hier. Ist das nicht ein schöner Dicker? Guck mal, die Viecher, die leben viel länger als wir. Guck mal, wie groß der ist, wie hoch der geht. Auf meinem Grundstück, also wenn mir hier alles zusammenbricht, habe ich für ein paar Winter. Ich gucke nicht immer zu, was ich euch zeige. Wie gesagt, mal, es kommt tatsächlich so viel Wasser, dass wir eine Rohre brauchen. Jetzt mache ich kurz runter. Das zeige ich euch mal. Da, guck mal, es geht unter der Straße durch. 2 Rohre sind das. Mein Grundstück geht bis, wo die Rohre sind. Und da habe ich eigentlich einen Gang. Und da hat er alles zugemacht. Und das habe ich dann wieder zurück. Das ist ein schöner Ausgang. Wenn ich nur mit dem Hund kurz mal zum Bäcker gehen will. Jetzt gehe ich mit, das war hier. Sag mal, was ist denn das für ein Pilz hier? Ich weiß nicht, der sieht so giftig aus. Der hier da. Guck mal. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ja, da habe ich einen Holz und Stein reingemacht. Da war mal ein Bau von irgendeinem Tier. Aber ich glaube, Ratten waren mal hier eine Zeit lang. Gehen wir weiter runter. Ich finde das so schön. Und das Verrückte war, das war eigentlich nur ein Bach, ne? Und dann hat der Pächter, hat hier bei dem Baum hinter uns, hat da einfach zugemacht. Und dann war das ein Teich für seine Gänse. Also eigentlich war das Ding nur, ja, und jetzt habe ich erstmal hier eine Spur gemacht, dass es langlaufen kann. Hier war so viel Mist drin, so viel Müll. Und jetzt habe ich da oben Balken angesetzt. Dann mache ich hier sowas. Hier den Balken da. Und der soll bis unten zu dem Ausgang gehen. Ein Weg. Plan ich. Das ist, glaube ich, hier. Das ist eine. Keine Buche. Guck mal, die wollte ich ja nicht dieser ernten, die dünnen Stämme. Oder ist das doch eine Buche? Nee, das ist doch ein Haselnuss, ne? Guck mal, ist das ein Haselnuss? Da habe ich mir das schon überlegt. Man erntet doch immer diese Stangen, ne? Diese Stangen. Die sehe ich schon seit Jahren hier wachsen. Die wollte ich dann jetzt noch. Diese Zeit. Da rein, habe ich noch nie gesehen. Der ist schon hohl. Weggegammelt ein Teil. Der ist sehr alt. Und ich glaube mir, dass die Erde war bis hier. Hier oben war die Erde. Ja, ich gehe jetzt mit euch hier. Also die langen Stangen würde ich gerne ernten. Ich muss aber noch was zu tun. Ja, Buche, das sind Bucheblätter, ne, oder? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter. Also gegen die Abwaschung habe ich zum Beispiel da Balken gelegt, ne? Weil das ganze Wasser von ganz hinten, das läuft hier runter in den Bach rein. Der ist sehr wichtig. Früher war der Ort häufig überschwemmt. Guck mal, ich bin immer am Fummeln. Und durch diesen Pächter. Also das war eigentlich der Bach. Ne? Und wenn er richtig hoch steht, dann geht er bis einen Meter hoch und reißt das alles mit. Und ich bin immer wieder am Kämpfen. Packe mal so Steine da dran, damit es nicht weitergeht. Das war alles so am Abrutschen. Da habe ich alles angefangen, dass es nicht noch weiter abrutscht. Ich würde gerne so die Kante hier,
Kante hier so und dann nach unten durch behalten. Und dieses Ganze will ich aufschütten auf der einen Seite, auf der rechten Seite. Guck, da seht ihr das Rohr hinten, ganz hinten. Und da hat er einen Teich gemacht. Und der Teich hat die Wurzeln von den Bäumen weggenommen. Und da habe ich mal mit dem Bauamt gesprochen hier für den Ort und der hat gesagt, das Wasser muss nur so erhalten werden, dass die Fließgeschwindigkeit des Baches, und das ist eigentlich nur einer, der bei Regen funktioniert, wenn wir den hier ein Rohr gleich nach oben. Oh, ich habe hier so viel gefunden. Das muss mal früher alles gemauert gewesen sein. Das mit den vielen Jahren, wo das hier. Ich habe immer wieder versucht, die Steine nach Steine als Umfassung zu haben. Aber wenn hier richtig, richtig Regen kommt, dann ist das hier 1,50 Meter hoch. Ich habe wirklich einen Bereich Baum mal gesehen. Da ist jetzt, guck mal, da ist die Stallung. Ich gehe mal wieder runter. Hier ist ein großer Ast runter. Den habe ich schon etwa so bewegt, dass ich ihn hochziehen kann. Hier hatte ich mir mal was hängen gemacht. Hier habe ich wunderschön. Konnte ich bis zum Oberschenkel in dem Wasser stehen. Unter, ja, in den Schenkeln rum. Ja. Hier kommt das Gewässer zweiter Ordnung raus. Das ist verrohrt. Das kommt hier raus. Da schießt ein Riesenstrahl raus. Deswegen auch diese große Sand, die große Steinplatte, Betonplatte. Ne? Na, hier bin ich auch am Fummeln. Da kommt das Oberflächenwasser vom ganzen Ort. Kommt hier durch. Hat mir schon Befriedung auf der einen Seite weggebrochen. Die ist auch was zusammengefallen. Aber das benutze ich, um das wieder aufzubauen. Naja, nicht richtig. Da riecht ein großer Holunder. Da will ich immer beschneiden. Ich möchte ihn, dass wir nicht so gewaltig sind. Gehen wir jetzt hier hoch. Warte mal. Wo bin ich das letzte Mal hochgegangen? Ach, ich gehe wieder wieder ein Stück zurück. Ich gehe meistens. Das nicht unheimlich wie so ein kleiner Urwald. Ja, die Gänse von meinem Nachbarn, die Weihnachtsgänse, machen einen Krach. Da sind wir eine ganze Menge. Blackviecher. Guck mal, da hat er einen Teich gemacht. Das ist eigentlich eine Frechheit, da so einen Teich zu machen. Ne? Und da sind die ganzen Wurzeln von den Bäumen raus. Hier auch die Wurzeln rausgefressen. Ah, ich weiß auch nicht. Und ich bin immer wieder am Steine hochmachen, ne? Dass da so ein Bachlauf erhalten bleibt. Aber wenn es Herbst ist, so, dann kann hier richtig Power kommen. Ich guck mal, ob ich jetzt hier hochkomme. Ah, das ist immer ein Stress. Ich versuche mich mal hier hoch zu bewegen. An dem langen Ast. Ich muss ja merken, wo ich den hatte. So. Und die beiden habe ich da auch hingelegt. Weil das immer Abwaschung war. Ne? Dann habe ich es aufgefüllt zur anderen Seite hin, damit es nicht dann in die Schräge reinkommt. Und hier ist einer meiner Lieblingsplätze. Immer hier durchhuschen. Ich kann jetzt nicht gehen. So. Und hier kann man schön sitzen. Hier unten dazwischen an. Da ich sich reinsetzen, ist wie so ein Sessel. Guck mal, ich gehe mal in die Bäume, den Baum mal hoch. Na, ich finde den Baum toll. Guck mal, wie lang dieser eine da ist, der Ast. Und ich gehe mal über Kopf den Baum hoch. Das ist nicht so ein Riesending, mal rüber der andere. Und dann der große hier nochmal. Alles ein Baum. Das sind diese Essigbäume, die von der Qualität des Holzes nicht so toll sind. Jetzt sind wir 23 Minuten. Guck mal hier an Sie. Hier ist es das ist Brennnessel. Die mache ich auch regelmäßig weg. Ich habe schon mittlerweile zwei Sicheln. Eine ganz antike. Geh mal hier, wo ich gerade am Arbeiten bin. Das habe ich jetzt bis Mittag gemacht. Das sind alles diese Disteln. Ja, aber die sind nicht. Viele haben gesagt, die wären giftig, aber sind sie nicht. Guck hier, das habe ich heute rausgerupft. Mit Wurzeln und will noch bis, naja, noch 5 Meter nach oben gehen. Da nochmal die Stallung. Da nochmal. Da die ganze runter. Ganze Ecke da hinten runter. Das ist ein Riesending, ne? Ich glaube, ich gehe mal kurz bis hier zum Eck hin. Weil der große Landwirt auf der anderen Seite hat zugemacht. Das war eine Kuhbauer. Der hat zugemacht und da hat jetzt ein Abrissunternehmen, die laden da Schutt ab. Boah, Riesenberge.
Ich gehe nochmal zum Ausgang hier. Auch ein merkwürdiges Tor. Ne? Also das hat. Wie gesagt, meine LPG hatte das mal. Nachdem in den 50er Jahren der Eigentümer geflüchtet ist, weil er hatte keinen Bock, diese Steuern, Sozialsteuer zu bezahlen, ne, dass ein Großteil seiner Produktion weggeht. Und das hat. Tja, und dann hat der Pächter hier so ein Tor eingebaut, was eigentlich nicht dazugehört, aber egal. Das ist egal. Da war ein anderes, ein größeres. Aber der hat schöne Sachen gemacht. Hat diese Wände, wie hat er wieder hochgemauert, die waren weg zum Teil. Ne? Der hat diesen Unterbau hat er gebaut. Also Friede seiner Asche. Ja. So, ich setze mich da mal in aller Ruhe irgendwo hin. Dann geht das jetzt schon fast 30 Minuten gleich. Diese Eimer, die da überstehen, da kommt von oben Regen runter. Und das Regenwasser, das säuft mein Hund so liebend gerne. Liebend gerne. Hat er überall Eimer. Da kann er da 3 Minuten kann er da Schlacker machen. Letztlich mal hier hin, habe ich auch vorhin gesessen. Und da ging mir eigentlich gestern schon durch den Kopf, mal ein Video zu machen. Ich gehe mal oben an den Bäumen lang. Weil vorhin ging es mir durch den Kopf jetzt. Ich bin genau in dem Augenblick, wo die anfangen zu fallen, die Blätter. Und jetzt nochmal zu auf diesen. Wo ist das? Da ist das der Topf, ne? Da ist dieser alte Wäscheofen. Also du weißt, wo man früher in der Waschküche hat man da unten Feuer gemacht und oben war eine große Schüssel. Und der ist leider vergammelt. Den habe ich erstmal hingestellt, habe die nach Süden ausgerichtet. Und will mal gucken, ob ich da. Ein Traum ist natürlich eine große, ich habe so große Balken, eine große Pyramide. So ein Gizeh-Format. Da hinten eine abgerissene Scheune und die Ansätze, ne, da oben, aber die brechen nicht weiter ein. Das steht erstmal schon seit 2-3 Jahren. Ja, das werde ich mir eine Firma mal auftauen, die das da oben zumachen soll. Ich habe da schon so ein bisschen gemacht, habe da oben auf die Lehmwand habe ich Dachziegel drauf gemacht. Das steht einigermaßen, dann bröseln ein bisschen weg, aber das ist nicht so viel. Ne, solange das nicht ins Haus reinläuft. Hat ja auch das Amt alles gesehen und begutachtet. Also ich bin ja jetzt nicht. Ach komm, ich stehe auf. Ich gehe mit euch mal noch mal rein. Ja, gehen wir noch mal zusammen rein. Bis zu meinem Wohnwagen. Ich finde diese Flucht von diesen Stallungen, ne, finde ich toll. Diese verschiedenen Türen. Jede Tür ist ein Unikum. Ist wirklich Unikate. Das hat euch der Pächter reingesetzt, diese Scheißtür. Ich weiß nicht, was der für einen Stil hat. Gar keinen, ne? Auch da oben ist ein Dachboden. Ne? Das zieht sich ganz durch diesen 2 Gebäude eigentlich. Ja, warte mal. Und ich denke, diese Tür, die könnte 140 Jahre alt sein. Diese Schiebetür, die müsste das Alter haben. Ja, da hat er auch wieder rumgefummelt. Das war mal eine längere, ne? Und dann hat er hier, ja, egal was er gemacht hat, scheiß drauf. Er ist weg, ich will ihn auch nicht mehr hier sehen. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen Tempo, ich schwanke jetzt ein bisschen. Normalerweise mache ich den Weg hier, das ist schönes altes Kopfsteinpflaster, das mache ich immer so Feldstein, aber habe ich jetzt die letzten 2 Jahre nicht mehr so ganz frei gemacht. Geh mal mit dem Rasenmäher rüber oder so. Ach ja. Da hinten ist ein Brunnen. Der Brunnen gehört da eigentlich jetzt im Grundstück. Und die haben dann nach der Wiedervereinigung einfach das Grundstück verkleinert. Hm? Hier ging eine Straße durch. Haben sie einfach verändert. Das gehört alle der Gemeinde. Ne? Sollen die das sauber machen? Aber die Pumpe, das war eigentlich eine Pumpe, die gehört ja zum Hof, zu der Wäscherei eigentlich. Da mein kleiner Wohnwagen, der ist auch schon aus den 60ern. Gucken, der Anbruch von Dach, das sieht nicht so schlimm aus, da achte ich drauf. Ich habe auch schon ein paar hingestellt, muss ich nochmal hochgehen. Ja. Warte mal, ich gehe bei 30 raus. Mein Wohnwagen, mein Eingang, ich weiß nicht, wo der Hund ist. Und 30 Minuten ist die Tage.